Danke, Herr Präsident, Frau Bundesministerin. Richtig, Herr Klubobmann, wir wollen wieder etwas mehr Sachlichkeit, mehr Ruhe und vor allem mehr Überlegtheit in die Debatte einbringen. Meine Damen und Herren, wenn ich mir einige Forderungen aus diesem Entschließungsantrag anschaue, dann muss ich sagen, ja, da ist ja einiges drinnen, das ist ja gar nicht so verwerflich. Und zu etlichen Punkten hat zum Beispiel schon die Frau Ministerin gesagt, was sie getan hat und was sie noch weiter vorhat. Ich nehme die Verkehrspunkte, zum Beispiel den Ausbau der Bahnstrecken, der Nachtzüge, das einheitliche Tarifmodell. Sie werden sich noch erinnern können, das nennen wir das Österreich-Ticket oder in einer E-Ticketing-Variante. Das ist ja alles auch beim Parallelminister, wenn man so will, beim Norbert Hofer in Arbeit oder teilweise auch schon passiert. Und da muss ich sagen, ich muss mich auch bei etlichen Landesräten, Verkehrslandesräten bedanken. Das sei jetzt der Günther Steinkellen aus Oberösterreich oder der Kollege Schleritzko aus Niederösterreich, die verstanden haben, dass man mit Regionalbahnen auch vernünftig Verkehrspolitik machen kann. So. Wo sind aber jetzt die Kernpunkte, wo man besonders gut aufpassen muss? Wo sind diese Kernpunkte? Man muss immer bei allem betrachten, was war unser Anfangsstandpunkt, was ist das Ziel und mit welchen Maßnahmen kommt man dahin und was sind die Konsequenzen daraus? Denn wenn man das nicht macht, dann ist es, wie es die Frau Kollegin Holzinger gesagt hat, eine Hütchenspielerei. Ich habe wirklich Hochachtung vor den Schülern, die nach der Schule für die Beendigung des Klimawandels, für die Forderungen demonstrieren. Ja, und dann frage ich zum Beispiel Eltern dieser Schüler, ehrenwerte Journalisten, wunderbare Verwaltungsangestellte, wie schaut denn das jetzt aus mit den Klimazielen beispielsweise in der Grundstoffindustrie, nicht in der österreichischen, in der europäischen? Sollen wir die Zementwerke, sollen wir die Stahlwerke, sollen wir die Kupferhütten zumachen? Denn in Summe, alles was wir zumachen, wird ja in zehnfacher Höhe in Indien, in China, in anderen Ländern neu auf den Markt geworfen und noch zusätzlich die alten Kapazitäten revamped, das heißt erneuert, ertüchtigt und produziert. Sollen wir daher bei uns deindustrialisieren und in anderen Ländern die Industrien aufbauen? Was machen wir dann mit den Arbeitern? Und das sind nicht ein paar, das sind in Österreich Zehntausende, 40.000 im Bereich des Stahls, etliche Tausend im Bereich Zement und Buntmetalle. Was machen wir mit denen? Und dann sagen mir diese ehrenwerten Eltern, naja, das werden wir mit Digitalisierung und Robotik ausgleichen. Da haben wir ein Bildungsproblem übersehen. Das ist nicht ein Umweltproblem, da haben wir das Bildungsproblem bei den Eltern übersehen. Weil mit ein bisschen Software schreiben oder mit ein bisschen Roboter, wo man dann kleine Motoren zusammenstückeln, mit dem werden wir diese Millionen Grundstoffindustriearbeiter nicht durchbringen können. Also ein bisschen Hirnschmalz in der Diskussion. Und das Zweite ist, auch wenn wir an die Digitalisierung denken, auch wenn wir an alles andere denken. Ich habe am Anfang gesagt, was waren denn unsere Rahmenbedingungen? Unsere Industrie, unser Gewerbe, das, was die Kollegin Dutzter vorgeworfen hat, dass wir berücksichtigen. Und wir tun es wirklich mit gutem und bestem Gewissen, weil wir auch auf unsere Arbeitnehmer schauen dabei, die in dieser Industrie ihre Arbeitsplätze haben und die von dort ihr Geld bekommen. Die haben seit Jahren und Jahrzehnten die höchsten Umweltstandards. Das hat einen Haufen Geld gekostet. Und da möchte ich mich bei der österreichischen und europäischen Industrie ausdrücklich bedanken. Und wenn wir die schließen, weil wir sagen, wir machen einfach das aus Umweltschutzmaßnahme, dieselben hohen Umweltmaßnahmen in China, die können Sie sich ja träumen. Und wer heute nach Peking geht und das lautstark fordert, der wird heute seine Personalitätsmaßnahmen und seine Schlechtpunkte kriegen und vielleicht ein Problem bei der Ausreise haben oder was immer heute an demokratischen Maßnahmen im Reich der Mitte für solche Leute vorgesehen ist. Das muss man sich auch mal noch überlegen. Und zum Schluss
noch ein Appell. Es geht nicht um Klima, Klima leugnen oder sonst was. Von diesem hohen Niveau aus ist es wesentlich schwerer, noch weiter einzusparen, als beispielsweise in Rumänien, die sonst nichts machen, ein Kohlekraftwerk schließen und uns mit den Maßnahmen überrundet haben. Auch darüber sollten wir mal nachdenken. Dankeschön. Gerhard Deimek war das von der FPÖ und auf